Warum es Sinn macht, alles auf Gold im Jahr 2021 zu setzen und mit welchen Münzen Sie als Einsteiger oder als Fortgeschrittener in diesem Jahr garantiert richtig stehen, um Ihre Kreativität ein bisschen anzuheizen, haben wir heute für Sie die vier, ja, für mich persönlich ethisch oder ästhetisch auch schönsten Sätze mitgebracht. Und zwar haben wir vier verschiedene Goldmünzenmotive aus verschiedensten Ländern für Sie dabei. Und das Besondere daran ist, wir haben sie in verschiedenen Größen als Komplettsätze auch im Online-Shop mittlerweile im Angebot. Wir haben festgestellt, viele Anleger kaufen Gold nicht nur zu Anlagezwecken, sondern auch ein Stück weit, damit sie ein bisschen Ästhetik kaufen. Und das ist bei kaum einer anderen Lage oder Anlageklasse so schön möglich wie bei Gold und Silber. Ich habe einfach mal meine vier Favoriten rausgesucht und wir beginnen doch einfach mal mit dem Lunar Ochsen des Jahr 2021, liebe Zuschauer. Der Ochse, oder der auch als Bulle bezeichnet wird, der steht ja im Jahr 2021 als Münze für einen gigantischen Bullenmarkt. Der Ochse kommt aus dem chinesischen oder aus dem chinesischen Tierkreiszeichenkalender und der geht immer 12 Jahre. Der Lunar Tierkreiszeichenkalender stellt sich heute in seiner wunderschönsten Aufstellung dar. Und zwar sehen Sie es von der 20. Unze bis zur 2 Unzen Stückelung. Sie können die gesamte, ja, den gesamten Satz bei uns im Online-Shop bestellen. Wir werden jeden dieser Sätze unter dem Video verlinken. Und was ich Ihnen sagen kann, ist, dass diese zum einen ästhetische Schönheit, aber auch diese Sicherheit und diese Magie, die Gold birgt, wenn man die Münze in seinen Händen hält, was Einzigartiges ist, was man so mit keiner anderen Anlageklasse bekommt. Und zwar ist es pure Sicherheit, die sie kaufen, die sie nachts auch ruhig schlafen lässt. Gold ist zum einen in Deutschland, aber auch weltweit gesehen steuerbefreit als Anlagegold, was Gold sehr charmant macht. Sie können Gold in jedes Land mitnehmen und sie können Gold auch nach einem Jahr Besitz steuerfrei veräußern. Also die Gewinne, die sie erzielen, sind nach einem Jahr steuerfrei. Auch diese Subvention gibt es so, ja, bei kaum einer anderen Anlageklasse. Und ich kann Ihnen sagen, den Lunar Ochsen in seiner Hand zu halten, ist nochmal anders, als ihn hier auf sich wirken zu lassen. Schauen Sie gemeinsam mal mit mir diesen Satz an und ich kann Ihnen sagen, er wird Sie verzaubern. Wir gehen gleich weiter und schauen uns ein weiteres Produkt der australischen Perth Mint an, die ja bekannt als einer der qualitativ hochwertigsten Hersteller ist. Und zwar reden wir jetzt auch nochmal über den Känguru Nugget Satz und die Kängurus, die ja schon seit einigen Jahren zu den Anlageklassikern neben Krügerrand und auch Maple Leaf und American Eagle gehören, haben es eben geschafft, sich als klassisch günstige Anlagemünze zu etablieren, die aber jedes Jahr ihr Motiv ändert, ähnlich wie die Luna-Serie. Und was Sie hier in der Nahaufnahme sehen, ist die Zehntel, die Viertel, die Halbe und die ganze Unze. Die 20. Unze, die 2 Unze und auch die größeren Stücke werden nicht jedes Jahr produziert oder nicht jedes Jahr in vollem Umfang einfach erhältlich sein. Deswegen bieten wir die klassische Anlagespanne von der Viertelunze bis zur ganzen Unze an. Und ich kann Ihnen nur sagen, auch mit diesem Satz kann man nichts falsch machen. Sie gehören zu den günstigsten Anlagemünzen überhaupt und sind für mich eine der schönsten Münzen. Wenn man sich den Glanz mal etwas genauer auf diesen wunderbaren Bildern ansieht, dann kann man hier eigentlich nicht die Finger davon lassen. Eine weitere Münze stammt aus Großbritannien. Und zwar haben in Großbritannien die Briten ja mit der Royal Mint eine Münze, die, wenn man sie als Brite kauft und sie wieder verkauft, auch steuerfrei ist. Und das Besondere ist eben, genau bei dieser Münze und bei keiner anderen Münze in Großbritannien gilt diese Steuerfreiheit. Und deswegen kauft ein Brite im Regelfall kein Krügerrand oder kein American Eagle, sondern er kauft die Britannia. Und die Royal Mint, also unser Partnerhersteller, wir sind direkter Distributor und direkter Partner dieser Firma, die hat es eben geschafft, mit ihren Münzen dieses Jahr einen Sicherheitsstandard zu schaffen, den bisher nur eine einzige Münze weltweit geschaffen hatte. Und zwar war es der kanadische Maple Leaf. Und die Britannia, die auf der Vorderseite viele Sicherheitskriterien hat, wir werden an der Stelle auch mal das einzigartige Video direkt zur Britannia und den Sicherheitskriterien nochmal einbinden, dass Sie sich dann in der Ruhe anschauen können, wenn Sie möchten. Und die hat es eben geschafft, fälschungssicher zu werden, was bisher, wie gesagt, nur der Maple Leaf in dieser Dimension erreicht hat. Auch hier finden Sie die Zehntel, die Viertel, die Halbe und die ganze Unze. Und jetzt kommen wir zur letzten Münze dieses, ja, dieses Vierergespanns. Und zwar sind es die chinesischen Pandas, die wahrscheinlich die süßesten und, ja, tierliebsten Motive sind, wenn man sich mal in der Nahaufnahme ansieht. Der Jungpanda, der am Ast hängt mit dem Elternteil oder dem Elternpanda, dem Mutterpanda, wie ich so interpretiere, und dem chinesischen Himmelstempel auf der Rückseite. Diese Münzen haben eine Besonderheit. Sie sind nicht als Unzen gehandelt, sondern die Chinesen haben sich gesagt, wir machen es einfach, wir gehen auf gerade Nominale, 30 Gramm, 15 Gramm, 8 Gramm, 3 Gramm und 1 Gramm. Und diese Kombination werden Sie auch bei uns im Online-Shop finden. Wir werden alle diese 4 Sätze unter dem Video verlinken. Für diejenigen, die ein bisschen aus der Reihe tanzen möchten und sagen, ich suche auch was ganz Limitiertes, was ganz Seltenes. Von jeder dieser Serien erscheinen immer sogenannte polierte Platten bzw. Ausgaben, die in den entsprechenden Sondereditionen sind. Bei den chinesischen Pandas sind es zum Beispiel die 50, 100 und 150 Gramm Gold.
goldenen, in polierter Platte. Beim Luna Ochsen bzw. beim Luna Bullen, wie auch immer man ihn bezeichnen möchte, sind es ebenfalls die polierten Platten oder sogar die High Relief polierten Platten, also Münzen, die deutlich seltener sind und noch hochwertiger in der Prägung. Und bei den Kängurus ist es ebenfalls eine polierte Platte im High Relief, genau wie bei Britannia, die eben in der 5-Unzen-Variante einmal im Jahr erscheint und sehr, sehr schnell weg ist. All diese Stücke finden Sie auch bei uns im Online-Shop, sobald sie erhältlich sind. Ich kann Ihnen nur den Tipp geben, wer sich für die Neuheiten oder die interessantesten und attraktivsten Angebote interessiert, geht bei uns im Online-Shop auf Neuheiten, registriert sich dort für die aktuell neuesten Produkte und wird regelmäßig von unserem Shop informiert. Sobald ein neues Produkt verfügbar ist, so verpassen Sie nichts mehr und Sie kommen Sie immer rechtzeitig noch dazu, das ein oder andere Stück in Ihrem Portfolio zu ergänzen. Ich würde mich freuen, wenn Sie dem Video einen Daumen hoch geben, das Video gerne auch mal kommentieren, welcher Ihre Lieblingsmünze ist oder welche Münze vielleicht nicht dabei war, die Sie noch viel lieber haben als diese gezeigten. Und wenn Sie dann das ein oder andere Stück in Ihrem Warenkorb legen, würde ich mich natürlich ebenfalls sehr freuen. Sollten Sie eine telefonische Beratung wünschen, werden unsere Mitarbeiter Ihnen auch helfen. Die Rufnummer ist am Ende des Videos eingeblendet. Bis bald, machen Sie es gut und tschüss.